Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play House Flipper. Und ja, wir waren dabei, unser erstes Häuschen hier zu renovieren und das läuft auch ziemlich gut. Allerdings will ich jetzt draußen noch ein bisschen was anbringen und da müssen wir mal schauen, dass wir hier was Schönes finden. Ich würde sagen, dass wir jetzt einmal nach Wänden gucken und nach Paneelen. Dann haben wir hier zum Beispiel Paneele Zebraholz, das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Oder hier Paneele Dark, finde ich auch nicht so schlecht. Gibt so einen schönen Kontrast zum Inneren. Brown Narrow, das können wir auch machen. Aber das können wir noch nicht anbringen. Ah, das können wir noch nicht machen. Ah, schade. Aber das können wir noch nicht wirklich machen hier. Ich weiß nicht wirklich, wann das freigeschaltet wird, aber ich möchte es auf jeden Fall freischalten, bevor wir das Haus hier verkaufen. Und deswegen, also da machen wir jetzt erstmal hier schön das Licht an überall. Und wir hier auch eine schöne Beleuchtung haben. So, da vorne haben wir... Zack. So, auch wenn die Lichter irgendwie erst angehen, wenn wir hier durchgehen, was ich irgendwie nicht verstehe. Aber das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Raum geworden, finde ich. Also da haben wir auf jeden Fall uns auch eine schöne Farbe ausgesucht. Dann werde ich hier erstmal so ein bisschen was hinstellen. Es wird halt ein Schlafzimmer, Badezimmer, Möbel, genau, Möbel. Können wir erstmal ein Bett hier hinstellen. Genau, machen wir einfach so ein... Ach, die können wir alles anpassen hier. Ja, machen wir sowas Tristes einfach. Das muss jetzt nicht irgendwie, ne, besonders sein. Schränke und Kommode. Wobei wir können da auch so mit der Farbe so ein bisschen... Können wir so ein bisschen passend machen. Ich glaube, das Bett habe ich falsch rum gemacht. Schon was hier hin, dann kommt er gar nicht raus da. Auch wenn ich nicht glaube, dass die KI das wirklich sieht, aber das ist mir egal. So, dann können wir hier noch ein bisschen was reinstellen. Ich würde sagen, so ein Bücherregal ist auch nicht verkehrt. Dann können wir so ein... Hier haben wir schon so ein graues Holz. Ah, das können wir machen, können wir hier in die Ecke stellen. So ein Bücherregal. Oh, vielleicht noch irgendwas Schönes hier. Garden DLC. Ja gut, das habe ich jetzt aktuell nicht. Und noch für Möbel hier. Immer noch irgendwie... Pflanzen oder sowas? Keine Ahnung. Zubehör. Ein Bücherset. Ja klar, warum nicht? Das können wir später weitermachen. Wir werden uns jetzt erstmal hier rumkümmern, dass das angestrichen wird. Außerdem würde ich sagen, bevor wir das tun, bevor wir hier noch weitermachen, gehen wir mal eben kurz zurück in unser Büro. Das geht, glaube ich, genau. Büro hierher versetzen, zurück zum Büro. Möchtest du zum Büro zurück und dein Fortschritt wird automatisch gespeichert? Ja, natürlich. Wir wollen es noch nicht verkaufen, wir haben ja schon ein bisschen was gemacht und jetzt wollen wir mal kurz eine Mission machen, bis wir diese Paneele haben. Und die Paneele will ich halt unbedingt freischalten, denn dann können wir das Haus auch schön zu Ende machen. Ich würde sagen, hier ein zweites Bad nötig, da müssen wir es, glaube ich, machen. Da wird das, glaube ich, nötig sein. Da müssen wir ein zweites Bad einrichten für die. Da bin ich mal gespannt. Zerstöre die Wände.
Okay. So viel dazu. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle hier. Oh. Das war eine falsche Wand. Ups. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich kann hier keine Wand hinbauen. Ne, nicht genug Platz. Ja gut, das gibt's auf jeden Fall gratis. Jetzt können wir hier spachteln. Ah, jetzt haben wir das Spachteltool hier. Wandfliesen legen. Ein Paket Fliesen wäre nicht schlecht. Das sind die Bodenfliesen hier. Ah, gut, dass wir das jetzt hier haben. Jetzt können wir das Spachteltool hier legen. So. Okay, ich check nicht ganz, was der hier von mir will. Ich bin da zu blöd für. Also wenn ich jetzt hier... Wenn ich das jetzt auswähle, das Tool, dann kann ich hier das auf den Boden legen. Das sind jetzt hier die... Ah, jetzt geht's hier. Das geht zum Beispiel. Das klappt. Aber den Boden klappt das irgendwie nicht bei den Bodenfliesen. Und ich check nicht, warum. Sieht auf jeden Fall so an der Wand wirklich nicht schlecht aus. Die Dinger. Ach nee, Bodenfliesen legen. Doch, Bodenfliesen. Tatsache. Hm, verstehe ich nicht. Hätte ich gleich mal zwei kaufen sollen. Ich glaube, zwei reichen eigentlich. Aber ich merke schon, dass das ganz schön lange dauert, hier sowas zu machen, also zu legen. Also ich denke, da könnten wir auf jeden Fall so ein bisschen Level gebrauchen bei dem. Da werde ich, glaube ich, demnächst dann einen Punkt verteilen, damit wir das hier halt ein bisschen schneller machen. Weil das nimmt doch schon ein bisschen Zeit in Anspruch.
aber zumindest haben wir gleich das schon mal fertig. Die wollen ja echt alles voller Fliesen haben. Aber gut, ich mecker nicht. Ich mache einfach. Ich bin hier nur der Fliesenleger. Dann können wir vor allem in unserer Bude selber auch Fliesen legen. Das ist super, weil dann können wir endlich die Küche fertig machen und oh, da freue ich mich schon drauf. Weil die haben wir eigentlich, ne, die haben wir nicht fertig bekommen können letztes Mal. Das hat mich echt geärgert. Aber jetzt geht das dann. Da, 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 da. Ja, sehr schön. Wird hier alles langsam fertig. Ich sag ja, meditatives Spiel. Also ich bin einfach so ultra gechillt bei dem Game. Das ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich entspanne da irgendwie. Das finde ich auch richtig nice daran, an dem Spiel, dass man einfach so entspannen kann. Man kann kreativ sein. Hat ein bisschen was von Minecraft, nur ohne die Creeper. Nee, Minecraft ist ja wieder was ganz anderes, aber da ist man auch mal sehr kreativ und entspannt. Jetzt haben wir zumindest die Wände gleich fertig. Bei den Bodenfliesen, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Ja, das ist jetzt interessant. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich diese Fliesen hier anbringen soll. Bodenfliesen legen. Muss ich eventuell... Nein. Aber kann ich erstmal den Boden vielleicht verkaufen? Muss ich das eventuell erstmal machen? Nee. Gut, da muss ich nochmal rausfinden, wie man das genau macht. Da bin ich gerade irgendwie so ein bisschen überfordert. Wir werden erstmal kurz das hier machen. Steht da halt auch nirgendwo, ne, wie man Bodenfliesen legt. Gibt es eventuell irgendwo einen Guide dafür? Nö. Aber nur Keramik, ja, Bodenfliesen, ja, Boden halt, ne. Gut. Haben wir sonst alles soweit hier, genau, haben wir alles aufgeschraubt. Dann können wir hier schon mal alles hinmachen. Dusche kommt da in die Ecke. Aber keine Einbaudusche, oder? Doch, angeblich die da. Die Einbaudusche will er eigentlich haben. Ah, wahrscheinlich, weil da am Boden das Zeug liegt. Könnt ihr erstmal hier so ein bisschen installieren.
So. Was, eine Dusche dauert ganz schön. So. Jetzt das Waschbecken rein. Das haben wir ja schon öfter mal gemacht hier. So, Bodenfliesen legen immer noch. Das Fliesen- und Laminatböden verlegen. Damit glaube ich nicht viel zu tun. Mal kurz gucken, ob ich auf dem Desktop kann. Oh ja, ich kann auf dem Desktop. Und ihr seht das dann nicht. Genau, How to Tiling Floor. Ich glaube, so wird das hier geschrieben. Mal sehen, ob ich das finden kann. Custom pick up the tile and turn off the panel you wish to place the tile to. Ja, das haben wir schon gehabt. Das hatten wir mit der Wall, hatten wir das halt schon. Das ist halt das Problem hier. Seht ihr das? An den Wänden geht das. Das ist gar kein Problem. Mir noch abreißen, Stürze bauen, streichen, reinigen, Gegenstände transportieren. Ich werde mal eben kurz die Aufnahme beenden und gucken, wie man das Ganze hier machen kann. Weil ich habe keine Ahnung, wie man die am Boden verlegen kann. Also hier an den Wänden ist es gar kein Problem. Aber es sind ja Bodenfliesen, deswegen. Und einen Spiegel brauchen wir auch noch, den müssen wir eben kaufen hier. So, und ja, ich werde mich mal irgendwo informieren und wir sehen uns dann gleich wieder. Die Lösung war genauso, ja, die war ziemlich dämlich sogar, muss ich sagen. Das war ziemlich doof. Ich habe mir die ganze Zeit das falsche Ding angeklickt, ich Vollidiot. Hier, da muss man einfach nur, zack, mehr nicht. Da braucht man gar nichts machen. Das ist easy. Ja, so einfach kann es gehen, meine lieben Leute. So einfach kann es gehen. Und ich mache mir die ganze Zeit voll den Kopf da und, naja, habe das falsche angeklickt, ich Idiot. Aber naja, was will man machen? Ändern Sie die Anordnung der Räume. Ah, da habe ich immer noch das Ding hier kaputt gemacht, ne? Naja. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Wo haben wir denn hier noch was zu tun? Streiche mit Farbe schläfriges Blau. Komische Musik. Ich war gerade ein bisschen irritiert wegen der Musik hier. Aber komm vom Spiel. Okay, schläfriges Blau brauchen wir. Okay, kaufen wir. Brauchen ungefähr drei. Drei hat sich eigentlich bei uns als ganz gut herausgestellt, auch wenn wir da vielleicht ein bisschen Geld mit verlieren, aber nee, fuck it. Ist nicht so schlimm. Verbesserung, mal eben kurz gucken. Wir können hier 20% weniger Farbe verbrauchen, streichen schneller. Super schnelle Streichen, drei Wände gleichzeitig. Ich würde sagen, dass wir schneller streichen.
Und hier können wir sehr viel schneller legen. Würde ich sagen, das machen wir auch. Und bei Verhandlungen sind wir noch besser. So. Zack, weil wir verkaufen ja auch bald unser Häuschen und... Oh ja, das geht jetzt mittlerweile richtig schnell hier. Das ist super. Werden wir relativ schnell mit dem Ganzen hier fertig. Das ist natürlich sehr schön, weil wir wollen uns natürlich hier nicht lange aufhalten, weil wir haben ja auch ein Häuschen zu machen. Da habe ich schon so eine richtig schöne Idee, wie wir das besonders schön machen können. Das zeige ich euch dann natürlich. Oder habe ich schon eine gute Idee? Da, 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 da. So, der Auftrag ist zwar schon fertig, aber wir wollen natürlich die Kohle und deswegen... Boah, geht das hier schnell, seht ihr das? Oh la la. Das geht richtig flott, die Karotte hier. Dass man keinen besseren Pinsel bekommen kann, wundert mich irgendwie. Der geht immer so schnell leer gefühlt. Ist ja nicht Pinsel, sondern diese Rolle halt. Ja, 93%. Ich habe da irgendwas vergessen anscheinend. Ist mir aber ehrlich gesagt egal. Ich würde sagen, wir sind fertig. So, 3600 haben wir gekriegt, dann können wir wieder in unsere andere Bude investieren. Und da können wir jetzt auch einige Sachen anbringen, wie zum Beispiel diese Paneele. Ich habe mir überlegt, nämlich, dass wir draußen die Fassade auch ein bisschen schöner machen. Und ja, die Bude hier können wir eigentlich auch mal aufwerten und verkaufen, aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir mal später. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal zu unseren Wohnungen gehen. Ne, zum Haus hier und wir renovieren das weiter. Am meisten mag ich rote Wände. Ja, das ist schön für dich. Wir bringen jetzt erstmal außen etwas Schönes an. Ah ne, da nicht. Wir wollen Wände und wir wollen schöne Wände. Wir wollen, na, Paneele Dark. Ich glaube, das wäre hier gar nicht schlecht, oder? Ja, doch, das sieht eigentlich ganz schön aus. So, da müssen wir jetzt ein bisschen was von kaufen, weil die sind relativ teuer. Ich würde sagen so, ja. So ein paar bisschen was brauchen wir da. Unkraut, beziehungsweise so, das ist so hochgewachsen hier. Naja. Goldenes Händchen. Ja, können wir gleich mal reingucken. Auf
jeden Fall, das Haus nimmt langsam Gestalt an. Und gefällt mir auch immer besser. Ich würde sagen, dass wir das mal eben kurz nach hinten tragen. Weil ich glaube, das werden wir eher hinten brauchen hier. Und wie ich mir irgendwie dachte, die wissen das, glaube ich, gar nicht zu schätzen, dass ich jetzt die Fassade so schön mache. Ist aber auch nicht wichtig. Ich mag es lieber gründlich machen. Das ist so teuer. Ich sehe da die 100er schwinden. Auf der anderen Seite. Ja, da oben komme ich nicht an. Also das Haus sieht an sich dann immer noch ein bisschen doof aus, aber ich sag mal, der Großteil nicht mehr. Aber ich glaube, noch ein Paket brauchen wir noch. Dann sind wir, glaube ich, damit durch. Dann haben wir zumindest außen schon mal alles gut. Ja, nee, einen brauchen wir noch. Einer muss noch. Drückt man die falsche Taste. Oh Gott, das reicht immer noch nicht. Ich glaube, ich muss auch einkaufen. Oh Mann. Okay, dann hätten wir das schon mal schön eingerichtet hier. War schön aufge... Ah, fuck. Ich hab ein bisschen was vergessen. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles fertig hier. Jo, da hinten war ich gründlich, das weiß ich. Und jetzt können wir hier mal das Ganze aufwerten. Indem wir mal langsam streichen. Beziehungsweise hier kann ich jetzt auch endlich die Dinger an die Wände klatschen. Goldenes Händchen, Verputzer. Nehmen wir das hier mit den Paneelen. Fliesenleger, richtig schön schnell. Wie machen wir das denn am besten? Da holen wir es so richtig schön, das haben wir uns auch verdient. Haben wir jetzt gewartet hier. So, erstmal den Fußboden. Ich würde sagen, Bodenfliesen. Ne, die haben wir schon gelegt, die Bodenfliesen. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen die Wände. Da brauchen wir Paneele, bzw. Wandfliesen. Da kann man so richtig... Oh, Keramikfliesen, die sehen schön aus. Ah ne, kaufe Fliese. Das war das Problem. Kaufe viele.
Nee, Quatsch, das sind ja keine Bodenfliesen hier. So, das reicht erstmal. Zack. Oh, das sieht doch ganz schön aus hier. Schön hell. Das ist ein schönes Muster. Wobei, das würde, glaube ich, besser ins Badezimmer passen, oder? Vielleicht können wir auch beide in der Farbe machen. Schnelle Vergipsung. Das sieht doch schon sehr schön aus hier. Hat sich das Warten doch gelohnt, meint er nicht? Guck mal, das Haus hier schön auf Vordermann bringen. Und vor allem nicht irgendwo sparen. Wir können alles hier Stück für Stück aufwerten. Ja, aber sonst hätte man die Küche halt so lassen müssen. Und ich meine, das ist jetzt nicht das perfekte Haus. Wir können keine wirklich schöne Küche machen. Aber wir können zumindest hier alles aufwerten. Und ich finde, das ist schon was wert. Mal sehen, wie viel wir am Ende dafür kriegen. Ich hab wirklich keine Ahnung, wie viel man dafür am Ende verlangen kann. Aber so. Aber die Decke kann man leider nicht machen. Das finde ich sehr, sehr schade. Dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Genau, machen wir hier so die gleichen rein. Einfach, weil ich sie schon gekauft habe und sie eigentlich ganz schön aussehen. Können wir die zumindest mal verarbeiten hier. Braucht man sie nicht verkaufen. Ich finde, schlecht aussehen tun sie auch nicht. Keine Ahnung, ob das reicht. Wir werden es sehen. Die Ecke da hinten will ich mal eben kurz fertig machen, weil da ist nämlich die Dusche und da komme ich so schlecht ran. Deswegen mal eben kurz hier fertig machen. Wir das schon mal weg haben. So, sehr schön. Haben wir das schon mal durch. So, sehr schön. Oh,
So viel gibt es da nicht mehr zu machen. Also, wenn wir Glück haben, können wir mit dem Stapel das hier noch fertig machen. Sieht auf jeden Fall gut für uns aus. Jo, perfekt. Noch 5 Stück. Das passt wie Faust aufs Auge hier. Zack. Ah, doch nicht. Hätte ja sein können. Da reagieren die halt auch gar nicht drauf, die Leute. Mir aber egal. Wir wissen, dass wir eine schöne Arbeit hier geleistet haben, auch wenn die Fliesen eigentlich echt hässlich sind. Aber okay, jetzt können wir uns hier um das Wohnzimmer kümmern. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen streichen, sehe ich gerade. Wände. Wir können entweder Paneele machen oder wir können Farben. Ich würde Farben sagen. So ein schönes Weiß. So ein Wald. Ne, leicht cremig haben wir da hinten gemacht. Ich würde sagen, Weiß machen wir. Ganz klassisch Weiß. Oh, was wir übrigens ganz dringend streichen müssen, ist das hier. Hier, da. Sieht ganz schrecklich aus. Habe ich eben beim Reingehen schon gesehen. Das sieht richtig widerlich aus. Bevor ich das vergesse, muss auf jeden Fall gestrichen werden. Ja, super. Wenn ich das vergesse, das hat mich eben schon gewurmt hier. So. Schön alles weg hier. Die ganze Dreckbude wird langsam ordentlich hier. Kriegt langsam schöne Farben. So. Hier die Wände können wir auch noch gleich mitmachen. Ich komme gerade meine Katze angelaufen, möchte ein bisschen Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich ja gerade keine Zeit, weil ich hier nämlich das Haus streichen muss. Ich würde sagen, na, da fehlt noch was. Da kann man teilweise so ein bisschen durchgucken. Seht ihr das da? Immer so nasty aus. Deswegen immer schön mitstreichen, wenn es geht.
So, ich würde sagen, den Raum haben wir auch schön fertig. Die konnte man hier auch schön hinstellen. So, zack, bang, 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 bang. Und jetzt können wir hier noch ein schönes Wohnzimmer draus machen. Na, ein kleines Wohnzimmer, ein schönes Wohnzimmer. Naja, auf jeden Fall können wir ein kleines Wohnzimmer draus machen. Sessel. Sofas. Na, warum nicht so ein helles Grau-Sofa? Aber so ein großes passt da gar nicht rein. Das ist nicht gut. Schade eigentlich. Ein breites Ledersofa. Das ist so ungemütlich hier. Hier kann man nichts Schönes eigentlich draus machen. Naja, man kann es ein bisschen schöner machen, aber ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so ideal halt. Ein Sessel, Sofa, Stühle, Tische. Irgendwas zum Abstellen oder so. Und ein Bücherregal hätte ich eigentlich noch ganz gerne. Wobei, das könnte man auch eher in Grau machen, oder? Na, egal. Schränke und Kommoden. Haben wir den in Weiß vielleicht? Den Rest können sie ja auch selber einrichten. Also ich bin nicht so gut in der Einrichtung, da muss man ein bisschen üben hier. Aber so an sich, finde ich, haben wir das schon ganz schön gemacht. Wir haben draußen alles fertig, wir haben hier alles fertig gemacht. Und jetzt ist der große Moment, wo wir es dann auch verkaufen können. Na, hier. So. Da haben wir doch wirklich ein schönes Haus draus gemacht. Wenn wir es halt sagen, Haus verkaufen. Du hast das Haus gekauft für 30.000. Das Grundstück hat eine Fläche von nur 3 Quadratmetern. Da, Anzahl der Zimmer 4. Die Höhe deines aktuellen Budgets ist 15.000. Ja, 30.500 haben wir gekriegt, beziehungsweise haben wir ja bezahlt. Ja, sie bieten so auf 36.000, 37.000. Hat ein großes Schlafzimmer. Genau, ein Schlafzimmer ideal. Ich wollte hier keine Sachen für Kinder. 38.000. Vorschlag für die Erhöhung der Summe. Das ist für mich akzeptabel. Ja, sehr schön. Haben wir noch ein bisschen was rausgeholt hier. Und dementsprechend würde ich sagen, nehmen wir das Angebot an. Haben 9.000 verdient. Das ist nicht ganz so viel. Aber ist schon nicht schlecht. Aber man sollte vielleicht noch ein bisschen drauf achten, dass wir ihn noch ein bisschen glücklicher machen. Das wäre vielleicht ganz gut, dass wir noch mehr, sag ich mal, uns auf die Wünsche der Leute einlassen. 57.000 haben wir jetzt gerade. Da können wir natürlich jetzt auch was Schönes kaufen für. Oder könnten wir. Wir haben auch ganz viele Dings hier. Wohnbunker. Auftrag zum Aufräumen einer Garage. Das können wir mal eben machen. Beziehungsweise sehe ich gerade, dass die Folge hier sich auch wieder dem Ende neigt. Das heißt, das werden wir dann in der nächsten Folge tun. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und der Aufgabe hier gehen wir dann in der nächsten Folge nach. Also, wenn es gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.